Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen die Präzession. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Senelia, ich grüße dich. Diesmal handelt sich das gar nicht um dein Horoskop oder dein Jahreshoroskop, sondern das ist der Horoskop und auch jetzt Jahreshoroskop von deinem Herzensmann. In diesem Bild, was du siehst, ist sein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In ein Geburtshoroskop ändert sich nichts. Und das bedeutet, wie ein Momentaufnahme, genau so war die Sternenhimmel über ihn in dem Augenblick, wo er geboren ist, wann er geboren ist, und daran ändert sich nichts. Dieses Bild bleibt, das ist sein Seelenplan und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Und die Lebensbereiche, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, das sind die Lebensbereiche, was für ihn sehr wichtig ist. Erstens sein Persönlichkeit, Leben, das im Ausdruck bringen, auch wahrgenommen werden. Dann braucht ein Zuhause, er braucht Basis, ein Fundament. Dann möchte die liebe Partnerschaft leben. Und er hat auch Freundschaften, aber auch Hoffnungen und Wünsche, das möchte er auch verwirklichen. Was sich ändert, das ist er und macht Lebensschritte in 7 Jahren Periode. Alle 7 Jahren bewegen wir uns in einen anderen Boden, bei anderen Themen sind wichtig, anderen Einflüsse haben wir. Er bewegt sich noch in Tierkreiszeichen Stier, das heißt, er möchte das Leben mal gemütlich machen, die Ruhe bewahren, das genießen. Das ist noch die Energie für dieses Jahr und ab nächstes Jahr wechselt sich und beginnt die kommenden 7 Jahre Periode und das ist dann die Tierkreiszeichen Zwillinge. Er lernt dann viele Dinge spielerisch betrachten, dann kommt ein gewisser Neugier, vieles Neues lernen, neue Eindrücke, vieles Neues zum Entdecken. Es ist sehr beweglich und hat aber auch viele neue Kontakte und Freundschaften. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch, wobei die Bewegung mag gar nicht die Sonne, sondern Sonne hat auch eine gewisse Bewegung, aber das, was ich hier beschreibe, das ist eigentlich die Bewegung unserem Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Planeten bewegen sie sich auch, Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und löst etwas aus im Horoskop, diese Bewegung. Und ich beginne mit Pluto, das ist der letzte Planet in unserem Sonnensystem. Pluto bewegt sich im Tierkreiszeichen Schütze. Es ist natürlich die indische Berechnung, das muss ich immer wieder mal dazu sagen, nicht, dass es zu Missverständnissen führt. Pluto bewegt sich im Schütze. Und aktiviert bei ihm den 2. Lebensbereich und das handelt sich um seine Werte, dann auch Wertschätzung, Verlangen von anderen, aber auch Wertschätzung geben, das ist immer ein Geben und Nehmen. Und natürlich um seine Finanzen. Neptun bewegt sich im Wassermann, aktiviert seinen wohnlichen Bereich, kann auch bedeuten, dass er möchte etwas gründen.
und braucht die Fundament, diese Basis, weil er möchte seine Träume verwirklichen, das Leben oder seine Kunst. Neptun ist der Planet der Künstler. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen wieder und Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen und das erlebt er im beruflichen Umfeld. Natürlich in diesem Lebensbereich handelt es sich auch um Gesundheit und Uranus herrscht über die Nervensystem. Und das kann natürlich bei ihm auslösen, wenn er unzufrieden ist im Arbeit, dass er ziemlich nervös ist und er braucht immer wieder die Ruhe. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Hier hat er auch Lernaufgabe, zu seinen Werten zu stehen und um die Finanzen kümmern. Jupiter ist im April auch im Schütze. Genau, wir sind im April 2019. Genau. Jupiter ist auch im Schütze und in dieser Zeit April hat er auch Glück in Finanzen, kann er sich verbessern. Er hat auch Gewinnchancen zur Zeit. Mars setzt einiges in Bewegung, zeigt Kraft und Mut, aber das ist auch seine männliche Energie. Und Mars bewegt sich im Stier und aktiviert den Bereich Partnerschaft. Venus ist die Liebesplanet, zeigt auch die weibliche Energie, die Frau, aber auch etwas zu verschönern. Venus befindet sich im Wassermann. Das kann bedeuten, dass er plant, zusammenziehen, ein gemeinsames Zuhause, aber kann auch auslösen, dass er möchte zu Hause etwas verschönern. Merkur ist der Planet der Handlungen und auch Gesprächen, Kommunikation, auch Verträgen. Merkur ist auch im Wassermann. Das kann bedeuten, das Gespräch gibt es über die Zuhause oder Rückzug und Zuhause dieser Gespräche im intimen Bereich. Kann auch bedeuten, ein Vertrag, etwas kaufen in die Wohnung wie Einrichtung oder Reparatur und kommt die Rechnung oder ein Vertrag. Ein Mietvertrag oder Kaufvertrag ist auch möglich. Sonne zeigt die Monatsthema und das sind die Kinder, sein inneres Kind, seine Kreativität im fünften Lebensbereich. Eine Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas wird gebremst, hat auch einen Sinn, weil dann sollen wir noch etwas überprüfen. Diese Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit, oft löst aus, dass ein Thema kehrt wieder zurück oder eine Person meldet sich von Vergangenheit. 11. April wird Jupiter rückläufig und das bedeutet, das Glück wird etwas gebremst oder er möchte etwas vergrößern. Gerade hier die Finanzen vergrößern oder investieren oder will er gewinnen. Und Jupiter sagt mit dieser Rückläufigkeit, ja, halte das eher zurück. Das ist nicht die richtige Zeit zum Investieren. Weil hier geht es um Finanzen. 25. April wird Pluto rückläufig. Pluto zeigt auch die innere Kraft und hier muss die Finanzen in Ordnung zu bringen, dass er diese Kraft hat, diese Mittel, dass das in Ordnung kommt. Und Pluto, dieser rückläufige Pluto, zeigt auch, halte das jetzt mal erstmal zurück. 30. April wird Saturn auch rückläufig. Alles hier in diesem Bereich. Natürlich handelt es sich auch um Werte und Wertschätzung. Jetzt die Mondposition, jetzt jeden Tag erklären, wie die Mond sich bewegt, dazu wäre diese Aufnahme sehr lang, sondern ich erwähne Vollmond, Neumond, Halbmond. 12. April ist Halbmond in Zwillingen.
Halbmond bedeutet immer eine gewisse Spannung, Unsicherheit. Und das hat er hier im Zwillingbereich. Thema ist eine Wandlung, um seinen Gefühlen zu achten, oder hier bei Zwillingsthemen die höheren Bewusstsein, und bedeutet auch hier Themen wie erbschaftliche Situation oder Themen mit Ämtern. Besonders wenn das um Finanzen geht, weil die achte Lebensbereich spiegelt die zweiten wieder. Und da kommen solche Spiegelungen und spricht das Themen an wie Geld, Finanzen, Investitionen. Und bei achten Lebensbereich ist eher die Ämter wie Finanzamt oder Banken oder Versicherungen oder Börsen, Investitionen, Spekulationen auch, aber auch Erbschaften, so zum Geld zu kommen. Und gerade in diesem 12. April ist nicht ratsam zum Investieren oder Termin ausmachen in diesem Ämter. 19. April ist Vollmond im Waage. Vollmond beleuchtet etwas. Dann können wir sehen, etwas klar und deutlich erkennen. Dieser Vollmond ist im Waage. Und das hat hier im 12. Lebensbereich. Und das heißt die Geheimnisse. Eröffnet sich die Augen auf Geheimnisse. 26. April ist Halbmond im Steinbock. Und das ist gerade, wo sein karmischen Themen hat, was er lernt auch. Für ihn ist das ein Neumond, Neuland, ein Neuland, wo er sich behaupten soll. Und das sind Konkurrenzen. Er kann auch Geschwister sein, wo sich wirklich behaupten muss und seine Meinung vertreten oder sich durchsetzen. Aber bei diesem Halbmond ist nicht einfach, weil das ist eine gewisse Unsicherheit oder Spannung. Mai 2019. Jupiter kehrt zurück zum Skorpion, aktiviert den ersten Lebensbereich, und das handelt sich in seiner Persönlichkeit oder sein Auftreten, seine Selbstdarstellung, aber bringt ihm auch Glück. Jupiter bringt Glück. Sonne ist im Widder und das ist die Monatsthema. Das ist seine Arbeit und Gesundheit. Mars bleibt im Stier. Und schauen wir, wo Merkur und Venus ist. Das ist im Tierkreiszeichen Fischen. Und das ist schon interessant, weil mit Venus-Energie aktiviert sich hier die Liebe, aber auch seine Kreativität. Und Merkur zeigt die Zeit der Kindheit und Jugend, aktiviert diese jugendliche Frische zum Lernen, das Leben genießen. Hier ist dann wirklich die schöpferische Energie. 4. Mai ist Neumond im Widder. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation im Widder. Das heißt, nachdenklich sein über seine Arbeit oder über Gesundheitszustand. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Dadurch entsteht eine gewisse Spannung, Nervosität, Unsicherheit hier im Bereich Reisen. Kann auch die innere Reise sein, dass er seine innere Ruhe nicht findet. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Hier wird wieder etwas beläutet, dass er die tiefen Zusammenhänge erkennt oder die Geheimnisse, kommt ins Licht oder schaut ganz genau dahin und erkennt die Zusammenhänge. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock.
wieder in diesem Bereich, wo er auch karmische Themen hat, sich zu lernen, sich zu behaupten. Juni 2019 Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist die Partnerschaft. Da kommen noch Gespräche, Kontakte. Und Mars in Zwillinge, Venus ist im Widder. Venus im Widder löst aus, dass er entweder Kontakt hat im beruflichen Umfeld zu einer Frau oder er spürt sein Kreativität und kann sich das auch im Beruflichen zeigen. Oder im Gesundheitszustand, die Liebe, Partnerschaft gibt ihm die Kraft. Das ist auch wie eine Heilenergie. Und Mars in Zwillinge, das zeigt seine männlichen Energie erst sich durchsetzen, gerade mit Ämtern oder in einer erbschaftlichen Situation, aber bedeutet auch die Sexualität im achten Lebensbereich. Und Mars ist der Mann. 22. Juni wird Neptun rückläufig. Hier kommt dann Erinnerungen von früher und das ist, zeigt auch seine Herkunft. Aber kommen auch karmische Erinnerungen, wenn es wirklich um seine Kreativität handelt, dass er möchte sich da sich in diesem Bereich verwirklichen. Aber wenn er Enttäuschungen erlebt hat in die Liebe, Partnerschaft, in früheren Leben, das kann natürlich auch etwas auslösen, diese Rückläufigkeit von Neptun. Das kommen diese Erinnerungen, er kann das vielleicht nicht genau beschreiben, aber fehlt die Vertrauen oder er zweifelt an etwas und so benimmt sich auch in die Liebe Partnerschaft. Er braucht aber die Basis, dieses Fundament, aber tut sich schwer, jemand zum Vertrauen, weil er diese Erinnerungen in sich trägt. Juni passiert etwas sehr Wichtiges. Ein rückläufiges Saturn, was die Vergangenheit zeigt, und Saturn hat auch mit Karma etwas zu tun, mit unserem Schicksal etwas zu tun. Dann Pluto ist auch rückläufig, zeigt auch alten karmischen Themen. Und Ketu, dieser Drachenkörper, ist auch zeigt alte Karma. Ketu befindet sich zurzeit auch im Schütze und das heißt, hier löst etwas aus und das sind alten karmischen Themen, dieser rückläufige Saturn, dieser rückläufige Pluto und Ketu bilden sich eine Konjunktion und das heißt, die wirken zusammen und hier löst etwas bei ihm aus im Horoskop und das handelt sich um die Werte, etwas in Besitz zu nehmen, dann auch Wertschätzung und auch die Finanzen hier in diesem Bereich passiert. Das ist dann im Juni 2019. Ketu, dieser Drachenkörper, bewegt sich ganzes Jahr und auch nächstes Jahr im Schütze. Und Rahu, dieser Drachenkopf, bewegt sich ganzes Jahr und auch nächstes Jahr in den Tierkreiszeichen Zwillinge. Also aktiviert hier karmische Themen. Dritter Juni ist Neumond im Stier und das bedeutet, nachdenklich zu sein über die Liebe Partnerschaft. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, eine gewisse
Unsicherheit oder er hat das Gefühl, er wird übersehen, wird nicht wirklich wahrgenommen oder Spannung im Arbeit. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. Das ist sehr wichtig, seine Persönlichkeit in Ausdruck zu bringen, wahrgenommen werden. 25. Juni ist Halbmond im Fische, eine gewisse Unsicherheit, Nervosität, was die Kinder betrifft, aber kann auch bedeuten, es soll diese spielerische Art zum Leben und das fällt ihm zu schwer und ist zu sich selbst zu streng. Juli 2019 Sonne und Venus ist in den Zwillingen. Monatsthema ist diese Wandlung, aber auch die Sexualität bei Venus-Energie kann das, muss nicht sein, kann auch sowas auslösen. Und Merkur und Mars ist im Krebs. Gespräche über ein Studium, Gespräche über eine Reise oder setzt er seine Kraft ein, weil das ist für ihn wichtig, die Reisen oder eine innere Reise, Spiritualität. Bei Merkur sind es Handlungen, natürlich kann bei Merkur wirklich eine Reise bedeuten, aber auch etwas zum Lernen oder in diesem spirituellen Weg zu bewegen. 8. Juli wird Merkur rückläufig. Und das kann bedeuten, dass die Gespräche, Termine, Verträge sind etwas gebremst oder er soll etwas noch nachschauen, genauer überprüfen oder jemand meldet sich von Vergangenheit. 2. Juli ist Neumond in den Zwillingen und er soll nachdenklich sein, was möchte er verändern, in welche Erneuerungsprozesse befindet er sich oder nachdenklich sein über Erbschaft, über ämtlichen Themen oder Thema Sexualität kann auch auslösen. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. Das kann bedeuten bei ihm, dass er zweifelt an seinen Wünschen und neigt dazu, das aufzugeben oder hat Spannung im Freundeskreis. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze und da hat er karmische Themen. Mondfinsternisse lösen immer karmische Themen auf und das erlebt hier, wenn es um Werte geht oder um Selbstwertgefühl geht oder um Finanzen. 25. Juli ist Halbmond im Fischen wieder, eine gewisse Unsicherheit, Nervosität, was die Jugend, die Kinder betrifft oder Erinnerungen an seine Kindheit, kann auch bedeuten, es sollte etwas spielerisch betrachten und da ist zu streng zu sich selbst, ist auch möglich. August 2019 Mars bleibt im Krebs und Sonne Venus ist auch im Krebs. Und Merkur ist in Zwillingen, war rückläufig. Merkur hier in Zwillingen löst Themen aus mit Ämtern, Verträgen, Terminen. Mars, Venus und die Sonne ist
Richtung Reisen. Mars und Venus ist die beide Liebesplanet, ganz klar. Sonne ist die Monatsthema und das ist wichtig, eine Reise, das kann eine gemeinsame Reise sein, Urlaub. 1. August ist Neumond im Krebs, nachdenklich sein, wohin geht die Reise. 7. August ist Halbmond im Waage, eine gewisse Unsicherheit, da wäre wichtig Rückzug, die Ruhe bewahren. 15. August ist Vollmond im Steinbock, da kann er sich wirklich behaupten, wird er auch wahrgenommen. 23. August ist Halbmond im Widder, Spannung in die Arbeit oder gesundheitlich geht es ihm nicht gut, er verliert die Gleichgewicht, das kann auch etwas auslösen oder Nervosität. 30. August ist Neumond im Löwe, das ist ein wichtiger Tag, weil wird von Regulus bestrahlt und Regulus ist der Stern der Könige, Herz der Löwen und in diesem Neumond ist sehr wichtig, auf unserem Herz und unserem Herzensangelegenheiten denken, das Herz öffnen wie eine Schatztruhe und mal schauen, was alles drin ist, was wir lieben und danach leben. Und dieser Neumond ist diese Nachdenklichkeit. Was möchte ich verwirklichen? Was ist mir wichtig? Was liebe ich? Berufung oder Hobby oder Reisen oder Kunst oder Kreativität, aber auch Liebe, Partnerschaft. Ganz klar, und das passiert hier im Löwe. September 2019. Sonne, Venus, Mars, Merkur, alles ist im Löwe. Das ist ihm sehr wichtig, Ansehen, Anerkennung, wahrgenommen zu werden. Er möchte im Mittelpunkt sein, kann auch die Öffentlichkeit bedeuten, dass er veröffentlicht etwas oder steht in Öffentlichkeit. Das ist sehr wichtig in dieser Zeit. Außerdem, ab 19. September ändert sich die Richtung bei Saturn. Und Saturn ist der Schicksalsplanet, hat einen Einfluss auf unser Schicksal. Und ab 19. September, hier wird die Richtung verändert. Hier bei Schütze, Schütze Saturn. Und das hat mit seinen Werten was zu tun, aber auch seinen Finanzen was zu tun. 6. September ist Halbmond in Skorpion. Das wird auf seine Persönlichkeit, das kann bedeuten, dass jemand nervt ihn oder verliert die inneren Gleichgewicht oder ist er unsicher. 14. September ist Vollmond im Wassermann und das beleuchtet seine Wohnsituation, da schaut er genau hin. 22. September ist Halbmond im Stier, eine gewisse Spannung in die Partnerschaft oder er fühlt sich ganz unsicher in diesem Tag. 28. September ist Neumond im Löwe, Nachdenklichkeit, wie erreicht er seine Ziele, wie bekommt er Anerkennung, wo liegt seine Berufung. Oktober, Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Monatsthema ist seine Wünsche und bei Mars und Venus ist die Liebe. Und natürlich auch Freundschaften, Bekanntschaften ist auch ein wichtiges Thema dann in diesem Monat. Merkur ist im Waage und das hat auch eine Bedeutung. Hier liegen die Geheimnisse. Das löst was aus. Entweder erzählt jemand seine oder ihre Geheimnisse. Oder er hat seine Geheimnisse. Oder er sollte etwas im Geheimen halten und lieber schweigen. Hier liegen auch die geheimen Feinde. Und bei Merkur
handelt sich um Handlungen und Gespräche. Und das kann auch bedeuten, dass jemand redet hinter seinem Rücken und macht ihn schlecht. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Da nichts kaufen, nichts investieren, nichts unterschreiben, was mit den Finanzen was zu tun hat. 13. Oktober ist Vollmond im Fischen. Das ist wichtig, seine Kreativität, aber auch die Kinder, seine eigene Kindheit wird voll beleuchtet durch diesen Vollmond. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillinge, Spannung mit Ämtern. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau, nachdenklich sein, was sind wirklich seine Wünsche, was kann er erreichen, oder über Freunde, wen kann er vertrauen, wen kann er nicht vertrauen, oder Rückzug von Freunden und Bekannten. November. Mars bleibt noch im Jungfrau und das kann bedeuten, dass er sich durchsetzt bei Freundeskreis, Bekanntenkreis, kann auch bedeuten, er hat Kontakt mit einem Freund. Sonne ist im Waage. Er möchte die Gründe erforschen oder die Ursache an etwas. Ihn interessieren die Geheimnisse. Merkur und Venus ist im Skorpion. Merkur verleiht ihm eine jugendliche Ausstrahlung. Bei Venus ist etwas Schönes, kauft für sich selbst etwas Schönes. Kann auch bedeuten, dass eine weibliche Person hat einen großen Einfluss auf seine Persönlichkeit, ist der Kontakt da und die Gespräche da. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Ab 21. November dreht sich wieder und bewegt sich vorwärts. 28. November wird Neptun direktläufig und da kommt eine andere Bewegung. Endlich geht alles voran und er kann sich verwirklichen, seine Träume leben, vorausgesetzt ist, er glaubt daran. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Wieder schwierig, sich zu behaupten bei Geschwistern oder bei Konkurrenten. 12. November ist Vollmond im Widder. Das beleuchtet den Bereich Arbeit und oder das ist eine Konzentration, die ganze Lebenskraft geht in die Richtung, sich beruflich zu behaupten. 19. November ist Halbmond im Krebs. Spannung auf eine Reise oder das ist auch Prüfungen, das kann auch eine Prüfung ins Lebensschule sein, wo er dann unsicher ist, kann ich mich behaupten, ja vielleicht klappt es doch nicht. 26. November ist Neumond im Waage, das wäre gut, Rückzug, die innere Ruhe, die Harmonie zu bewahren. Dezember 2019, Mars und Merkur ist im Waage. Hier sind die Geheimnisse. Entweder jemand vertraut seine Geheimnisse, ich würde sagen, das ist eine männliche Person bei Mars-Energie, oder er hat seine Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass er vertraut einer männlichen Person, er sollte aber eher schweigen. Natürlich, hier handelt es auch um geheimen Feinden und das sind die Gespräche und das eine männliche Person ist. Sonne ist im Skorpion und das zeigt im Monatsthema, das ist seine Persönlichkeit. Und Venus ist im Schütze
Und das heißt, entweder kauft sich etwas Schönes oder kauft dir etwas Schönes. Bedeutet auch Glück in Finanzen. Venus löst auch Glück aus. 4. Dezember ist Halbmond in Wassermann, Spannung zu Hause. Oder er ist unsicher oder nervös und wäre wichtig, zu Hause zu bleiben, ausruhen. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Die Thema Partnerschaft wird beleuchtet. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. Hier, wo er entweder übersehen wird und das tut ihm weh, aber kann auch bedeuten, dass er unsicheres Auftreten hat oder zweifelt an seinen Berufung oder Stress im Arbeit. 26. Dezember ist Neumond im Schütze, nachdenklich zu sein über Werten und Finanzen. Januar 2020. Mars ist im Skorpion, das heißt, er muss sich wirklich behaupten oder zeigt die männliche Energie, er als Mann steht im Mittelpunkt. Mars setzt auch etwas in Bewegung, hat einen Bezug zum Sport, Bewegung, Auto, das kann auch ein Thema sein, was ihn persönlich auch trifft. Jupiter übergeht im Schütze und bleibt ganzes Jahr im Schütze und das bringt ihm Glück in Finanzen. Venus ist im Steinbock. Das kann bedeuten, dass er die Harmonie findet mit Geschwistern oder Verwandten oder Nachbarn. Das sind auch die Kontakte zu Menschen in vertrauter Umgebung oder in Verbindung zu einer Frau. Merkur und die Sonne befindet sich auch im Schütze und das ist die Monatsthema. Bei Merkur Einfluss kann bedeuten, er gibt Geld aus für Schulungen oder Bücher oder handelt mit Geld. Kann auch bedeuten, dass er einen Vertrag unterschreibt. Und das hat mit Finanzen etwas zu tun. Februar, Mars bleibt in Skorpion. Sonne ist im Steinbock. Monatsthema ist sich zu behaupten bei Konkurrenten, Geschwistern, aber auch Schulungen, Wissen, aneignen, Wissen vermitteln, handeln, kommunizieren. Hier gibt es auch Themen wie Medien. Und eigentlich hat hier karmische Themen und das ist für ihn dann dieser Monat wirklich wichtig. Venus und Merkur ist im Wassermann. Das kann bedeuten, dass eine weibliche Person hat einen Einfluss auf seine Wohnsituation oder er unterschreibt einen Vertrag oder verschönert etwas zu Hause. März 2020. Jupiter bleibt im Schütze. Pluto und Saturn übergeht im Steinbock. Und hier wird dann in den nächsten Jahren karmische Themen haben, sich zu behaupten gegen Konkurrenten, aber auch Wissen vermitteln, aneignen, handeln, aktiv zu sein. Und auch Medien, Internetmedien wird auch ein wichtiges Thema sein. Sonne und Merkur ist im Wassermann.
Monatsthema ist dein Zuhause. Und das kann bei Merkur-Einfluss auch um einen Vertrag handeln oder dass er zu Hause ist und lernt etwas oder liest ein Buch. Also es muss nicht immer schicksalhafte Veränderungen da sein. Mars ist im Schütze und das bedeutet, entweder muss er sich einsetzen für die Finanzen oder er braucht die Wertschätzung, Selbstwertgefühl als Mann. Und Venus befindet sich im Widder. Das kann Kontakt sein zu einer weiblichen Person, wo ihm Heilung bringt oder Kontakt im beruflichen Umfeld, entweder in seiner Berufung oder an ihren Berufung, oder zeigt sich die Harmonie, die Schönheit, die Kreativität, was er im beruflichen Umfeld auch lebt. Liebe Senilia, das war die Jahreshoroskop für dein Herzensmann. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe von Dendera.